Hallo, liebe Menschen. Kommt euch dieses Teil noch bekannt vor, dann habt ihr vermutlich mein Video Membraphon 11 vom Jahreswechsel 2016 auf 17 gesehen. Und ja, es ist nochmal das Filmdosenmembraphon, ein Blasinstrument. Und nun vermisst ihr die Grifflöcher. Habe ich recht? So hat das Gerät ja nur den einen Ton. Abwarten. Das ist doch der perfekte Geistersound. Nachdem alle sowieso das ganze Jahr maskiert rumlaufen, brauchst du diesmal zu Halloween einen besonderen Effekt. Bau dir also dein Zugmembraphon. Ist ja noch Zeit genug bis dahin. Zusätzlich brauchst du diesmal ein bisschen Bastelfilz und ein Stück vom 20er Leerrohr. Ich zeig mal schnell ohne viel Erklärung, wie man die Grundform baut. Wer es ausführlicher braucht, guckt einfach nochmal Membraphon 11 an. Gut, wir legen unser Material zurecht. Die beiden unterschiedlichen Filmdosen, das 15er Rohr, das 25er Rohr und Gefrierbeutel für die Membrane. Ein Stück vom 15er Rohr, 32 cm lang, vom 25er Rohr nur 2 cm. Ein 7 mm Einblasloch in der Windkapsel. Den Deckel davon mit dem 25er Locheisen ausstanzen. Den anderen Deckel mit dem 15er Eisen. Von diesem Deckel den Rand abschneiden. Ein Stück Folie aus dem Gefrierbeutel schneiden. Den Boden der Windkapsel genau mittig mit dem 15er Eisen ausstanzen. Und jetzt kommt schon die Montage. Das Rohr vorsichtig bis an die Membrane heranführen. Eine Klangprobe. Fertig. Und jetzt kommt der neue Teil. Wir verzichten diesmal auf Grifflöcher. Stattdessen schneiden wir uns ein Stück Filz zurecht. Zentimeter mal 5,5 und das kleben wir jetzt mit Patex an das untere Ende des Membraphonrohres. Während das trocknet, sägen wir von dem 20er Rohr 24 cm ab. Das schieben wir dann
über unser Membrafon herüber. Und schon sind wir mit der ganzen Sache fertig. Wer Ehrgeiz hat, kann sich natürlich wie ein Posaunenspieler auch an Melodien versuchen. Beim Grifflochmembraphon gehen die Töne aufwärts. Beim Zugmembraphon gehen die Töne abwärts. Wie wäre es mit einer Kombination? Oder du bohrst dir doch irgendwo ein Loch als Überraschungseffekt. Und wenn du den Effekt nicht mehr so gut findest, kannst du das Loch ja einfach wieder zukleben. Und alles läuft wieder normal. Jetzt hast du doch bestimmt ganz viel Material übrig behalten. Mein Vorschlag, bau daraus noch mehrere Membraphone. Und dann könnt ihr zu Halloween als ganze Membraphon-Bande von Haus zu Haus ziehen und Angst und Schrecken verbreiten. Ich wünsche euch jedenfalls viel Erfolg und viel Spaß bei Süßes oder Saures. Danke fürs Zuschauen.